Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und ja, ich habe mal wieder die VR-Brille aufgesetzt, deswegen wundert euch nicht wegen der Mikrofonqualität, das ist halt vom Headset, diesen Virtual Reality Brille. Und ja, wir haben schon mal Moss 1 gespielt. Boah, wie lange ist es her, dass ich wieder die VR-Brille auf hatte. Und jetzt ist Moss 2 rausgekommen oder schon länger raus, aber ich habe es mir jetzt geholt. Ihr seht hier Moss Book 2. Wir erinnern uns an dich, lieber Leser. Und schauen wir mal, wie das Game ist. Also Moss 1 war wirklich geil. Uns erinnerst. Denn weißt du, das hier ist kein gewöhnliches Buch. Auf seinen Seiten existiert eine Heldin, also alle Bewegungen, die ihr jetzt gerade seht mit der Kamera, mache ich ja mit dem Kopf. Könnte. Überall, wo ich hingucke. Ja, vielleicht hätte ich auch Kamera anmachen sollen und mich filmen, aber scheiß drauf. Wir gönnen uns einfach hier. Wir blättern mal weiter. Sie braucht einen Leser, der weiß... Naja, Story interessiert uns nicht, wir wollen zocken. Doch arg. Alles auf Deutsch? Wow! Und ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Okay. Wow! Gespenstergesicht? Du bist noch hier? Dann solltest du. Digga, das sieht so geil aus. Du kannst mir später danken. Ja, das kennen wir. Vielleicht vorher? Wer weiß das schon? Ich hoffe, es ist nicht zu laut in der Aufnahme. Hier ist es schön laut, ey. Es ist... Hä? Achso, da komme ich ja. Quill suchte am Schlosseingang nach dem Schwert ihres Onkels. Ohne es würden sie das Glasrelikt des Königs nie erreichen. Sie war schockiert, dass es dort einfach so herumlag. Sie musste es beim letzten Mal wohl übersehen haben. Ich kann es euch nicht erklären, aber es ist so geil. Diese Maus ist halt direkt vor dir. Kannst du jetzt hier quasi direkt anfassen. Immerhin hier sind meine Hände. War sie damals etwas beschäftigt. Wenn man diese Brille aufhat, ist immer noch ein wahres Vergnügen. Gemeinsam können wir alles erreichen. Die muss ich jetzt gleich steuern. Als sie zum Leser aufblickte. Ohne dich hätte ich dieses Monster nicht besiegen können. Danke, dass du an meiner Seite bist. Bitte. Sie hatte Onkel Argus zu lange allein gelassen. Er könnte in Lebensgefahr schweben. So, und jetzt steuere ich die halt mit dem Stick. Das ist schon krass. Ich kann springen. Und wir können schlagen. Was können wir denn noch? Hier hinten? Ich höre ein Geräusch. Wenn ich hinten drücke, aber es passiert nichts. Hier passiert nichts. Ja. Also springen und schlagen erstmal. Ich denke, das ist so krass, wenn das halt vor einem ist, ne? So, let's go. Können sie sogar so reingucken? Na, zu spät. Sie mussten sich sputen. Ihr armer Onkel war zu stark verletzt, um sich selbst zu verteidigen. Sollten die Geheimnisvollen ihn erneut aufspüren. Ich muss die Linsen nochmal sauber machen, ey. Von der Brille. Kann ihr das Gras kaputt schlagen? Also Leute, es ist immer, obwohl ich schon jahrelang mein erstes Video vor 3 Jahren, 4 Jahren von VR-Brille. Und wenn man es dann doch immer wieder mal aufsetzt, es ist wirklich immer noch faszinierend, unglaublich. Ich will jetzt wieder ein paar mehr Spiele, so jetzt müssen wir uns hier hindrehen. Was ist hier denn? Oh, hallo. Ja, wir müssen aber hier wohl weiter. Kann man irgendwo sprinten? Wie schön das alles aussieht. Grafik auf volle Pulle. Ich weiß nicht, wie es auf dem PC, also jetzt auf der Aufnahme rüberkommt. Aber hier in der Brille ist das galaktisch. Da sind wir. Vielleicht ein
bisschen leiser die Musik. So, wo müssen wir denn hier lang? Schapp, hier rüber. Es ist einfach hier direkt vor mir. Es ist krank. Es ist so krank, ihr seht es halt nicht. Ihr seht es als normales Computerspiel. Ich habe es halt mit Brille auf und dann ist es halt direkt vor einem. Ah. Genau, und jetzt muss ich hier diese Dinger nach vorne ziehen. Oh, warte mal. Jetzt habe ich es ja verkackt. Jetzt muss ich ja zurück. Klettern kann sie auch, die kleine Maus. Was sie quietscht, ist mein Stuhl. So, zack. Zack. Auch das kann man kaputt machen. Man kann sogar so auf dem Boden so eine Attacke, wenn man springt. Okay, also bisher erstmal hier alles kennenlernen. Jetzt können wir hier wieder diese Dinger. Wo müssen wir denn lang? Den kann ich. Ne, den kann ich nicht. Mal kurz überlegen. Also, ich komme hier hoch. Ach so. Kann ich den bewegen, wenn ich da drauf stehe? Ah ja. Ja, und jetzt. Er surft. Ach so. Ach, da sind die Schleifspuren. Jetzt kann ich hier rüber. Und jetzt kann ich hier. Ey, das sieht. Ey, Leute. Wer noch nie VR-Brille hat, ne? Gespielt hat, kommt hierher. Das ist so geil. Das ist so geil. Ah. Hä? Ach so, muss ich hier drauf schieben, damit es unten bleibt in der Tor unten. Zack. Lucy tanzt. Ey, es ist so atemberaubend, ne? Ich könnte nur staunen, wie geil diese Dinger sind. Es gibt jetzt bald auch wieder ein bisschen hier diese Tanzspiele, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich habe wieder Bock auf ein bisschen VR-Brille. Im Moment gibt es keine guten Spiele, aber hier drauf gibt es geile Spiele. Zack. Was ist das für eine Rolle? Weiß ich nicht genau. Da hinten noch alles kaputt machen. Man sieht nichts. Aber hier selbst das, ne? Dann kommt dann diese Sicht dahinter. Ich könnte natürlich auch so, guck, guck. Das ist schon heftig. So, wir machen nur alles kaputt hier. Ich hoffe, man hört nicht gut. Ich habe jetzt nicht viel eingestellt. Denn ich habe die Pech. Das Game ist so geil. Krass. Der zweite Teil von Moss. Moss 1 war schon echt wunderschön. Onkel Argus! Quill war erleichtert, dass er in Sicherheit war. Du hast mein Schwert. Das geht hier direkt bei Teil 1 weiter. Ich habe Teil 1 leider nie durchgespielt. Wo es war. Mir war nicht bewusst, wie groß Suffolk in Wirklichkeit ist. Psst, nicht so laut, Quill. Wir sind hier nicht sicher. Er könnte überall sein. Wer? Das Glasrelikt des Königs ist unter dem Thron versteckt. Wir müssen schnell und leise vorgehen. Jetzt kriege ich so ein Billo-Schwert, oder was? Ist dein Laser noch an deiner Seite? Ja, Onkel. Ja, der Laser bin ich. Er ist hier. Moin. Wir sind ein Zweigespann. Wir haben keine Angst vor den Geheimnisvollen. Verstehe, sagte er mit einem Hauch von Stolz. Jetzt halte die Ohren offen und dein Schwert bereit. Wir müssen zum Thron gelangen. Mhm. Alles kaputt machen hier. Also ich müsste ein bisschen tiefer sitzen. Das ist ein bisschen tief alles. Ich muss immer so runter gucken. Komm mal auf die Scheiße. Achso, ich muss wieder helfen.
Opa hat Angst. Kann ich seinen Schwanz abschneiden? Er soll jetzt auch Half-Life in VR gehen. Also nicht dieses Half-Life Alyx, das haben wir hier auch schon gezockt. Keine geheimnisvollen sondern hier. Half-Life 1. Und genau das beunruhigt mich. Oh shit. Ich muss mich ich wieder kann heilen. Dich nicht sehen, aber ich weiß, du bist hier, Leser. Beschütze ja. sie. Ihr Schicksal liegt jetzt in deinen Wie Händen. Ging das nochmal? Ich muss sie so aufheben oder so. Ja. So kann man sich heilen. Quill, du bist viel zu wichtig, um dein Leben für mich zu riskieren. Das Allgemeinwohl muss immer über Herzensangelegenheiten stehen. Quill verstand nicht. Er war ihre Familie und würde immer das Wichtigste für sie sein. Aber Widerspruch war zwecklos. Ich komme. Achso. Ich muss hier hoch. Da sind Hangelspuren. Das sieht so krank aus, Mann. Da kann ich hoch. Ach, da ist Nebel. Ich könnte mir auch halt so ein Donkey Kong und so, ne? Geh voran. In VR. Ich bin gleich hinter dir. Halt sowas hier, du ne? So ein Plattform. Du musst den Thron erreichen. Kann man hier rüber jumpen? Jo. Nächste Seite vom Buch. Hier sind meine Hände. Ach, da oben bin ich. Oben ist wieder Schriftrolle. Oh. Kämpfe. Oh. Wisst ihr, was ich mal testen will? Kann ich eigentlich auch Filme gucken mit VR? Ja, ne? Also ich meine jetzt keine Pornos, sondern... Bonus weiß ich ja, dass das geht. Alle besiegt. Ah, es ist einfach, es ist so ein schönes Game, Leute. Wir holen noch die Schriftrolle. Wenn ich jetzt aufstehen würde, könnte ich halt höher gucken. Und es ist halt ein gemütliches Sitzspiel, ne? Also es gibt ja genug VR-Spiele, wo man sich bewegen muss. Das werde ich jetzt auch wieder die Tage machen, dann nehme ich mich vielleicht auch mit auf. Aber hier sitze ich einfach ganz bequem. Hab das Spielfeld direkt vor meinen Augen. Und mache hier so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig, ne? Action-Adventure. Hier kann ich runter. Hier kommt wieder ein Gegner. Hä? Ah, ich kann ihn steuern. Stimmt, das war wie bei Teil 1. Man kann den steuern. Er gibt mir Daumen nach oben. Wir probieren jetzt mal grafisch. Oh, ich muss aufpassen, hier ist es. Guck mal, wie dicht man rangehen kann. Hallo. Guck mal, hier, man kann ihn streicheln. Oh. Ich streichel. Der erkennt halt, dass ich jetzt wirklich so richtig nah rangegangen bin, ne? Komm, fass mich an, Jogge. Krass. Oh,
die Detail. Guck mal hier, wie schön das alles. Das ist unglaublich. Bisher easy alles. Aber solche Spiele brauche ich mehr. Da muss ich unbedingt nochmal googeln. Mehr solche Plattformer. Das ist doch das Leichteste, oder? So ein Mario Jump'n'Run, Alter. Das wäre so geil, Alter. Mit Münzen, die hier rumschwirren, die man so... Das wäre doch geil. So, was ist das denn jetzt hier? Ich kann hier hoch. Kann ich das hier wegnehmen? Huch. Also diese Barriere muss hier weg. Wie kriege ich denn diese Barriere hier weg? Kurz mal überlegen. Okay, ich weiß, glaube ich, wie. Hier drauf. Halte ich fest. Dann hier drauf. Und dann komme ich da oben an den Hebel. Und das ist wahrscheinlich... Ah, da oben ist wieder eine versteckte Schriftrolle. Guck mal hier da oben. Man sah sie kaum. Nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre eine Schriftrolle gewesen. Aber ich muss eh doch rüber. Merke ich gerade. Ich muss hier rüber. Ach nee, da, klettern. Ah. Huch. Wie krass das aussieht, ey. Und das ist nur eine der ersten Brillen, die ich hier habe, ne? Es gibt schon so abnormale mit besserer Grafik. Aber selbst das sieht nur geil aus. So. Hä? Ach so. Das weg. Und er muss sie wieder drauf für uns. Danke. Er freut sich. Und jetzt hier runter. Und raus hier. Also ich würde mir das noch wünschen in einer richtigen Open World, Alter. Das sind ja so kleine Abschnittlevel immer, ne? Ist ja okay. Quill stockte der Atem. Oha, was ist denn sie hier befand los sich im legendären okay, das ist jetzt ein großer Thronsaal, Raum hier. Wo ihr Onkel einst vom König zum Ritter geschlagen wurde. Heftig. Hier ist was mit dem Hammer. Ich kann das so rausziehen, dann kann ich hier rüber. Ups, ich muss natürlich auch meine... Achso, das Bild geht weiter. Ja, aber wie komme ich denn da oben hin? Luft ist rein! Rief sie ihrem Onkel zu. Ich habe Jahre auf diesen Augenblick gewartet. Bei allem, was gut ist in dieser Welt. Ich hoffe, es ist noch verschlossen. Oh, jetzt sind wir wieder in der Kirche. Die Narren haben es nie herausgefunden. Rief er schelmisch aus. Ah, wenn man ein Schwert in das Schild steckt. Onkel Argus. Ja, wir gehen hier mal weiter. Ich bin nicht so der... Eine raue Stimme erschallte. Okay. Es tut mir so leid. Entschuldigte sich ihr Onkel. Ich habe so oft versucht, dich zu erreichen. Wir haben irgendwie hier gerettet. Aber ich konnte Zauberer. Die verdammte Schlange nie... Er konnte die Schlange nicht besiegen, das haben wir dann wir gemacht lang, im Teil 1. Wie er sich versteckt und das ja. Glasrelikt... Humbug! Konterte Onkel Argus. Quill kann es mit dem aufgeblasenen Ungeheuer aufhören. Natürlich, wir machen alle platt. Oh, oh. Ach du Kacke. Wie geil sieht das aus. Der Glaube ihres Onkels in sie und den Leser ließ Quills Herz voller Stolz anschwellen. Es galt, eine Elfenarmee anzuspornen und die 5 Glasrelikte zu vereinen. Hier sieht man natürlich schon, und dass das hier Glasrelikt des Königs keine richtigen Texturen sind. Ne? Das ist nur so ein... keine einzelnen Ringe hier. Sondern so... Ringe, sage ich schon, Münzen. Sondern so eine geklatschte... Ne, ihr seht das hier, wie das alles drauf geklatscht ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Brille liegt. Ich habe auch volle Pulle.
Oder ob es halt einfach die möglichen grafischen Möglichkeiten so sind, wie sie sind. Wofür mache ich das eigentlich kaputt? Was kriegen? Was sammeln wir da? Ist das Leben? So, ich muss da oben hin. Was ist da? Da oben liegt was für uns. Das Licht, ey. Was liegt denn da? Was ist denn das? Ein Käse? 2 eingesackt, 3 übrig. Dachte sich Quill, begeistert ob der vor ihr liegenden Abenteuer. Hä, was war denn das? Barnett hatte ihr unmissverständlich erklärt, dass sie über den Raum der Reiche schnell zu den Elfen gelangen konnte. Wie? Da hinten oder was? Ah, mir fehlt noch Kraft. Ich muss noch irgendwas kaputt machen hier. Das ist diese Kraft. Ich muss noch da diese ganzen Töpfe kaputt machen. Guck mal, da hinten sieht man das. Und das müssen wir wahrscheinlich vollladen hier im Rucksack. Kann man da auch rein? Nee. So, mal gucken, ob es jetzt gereicht hat. Jetzt glaube ich hier alles kaputt, ne? Mehr habe ich nicht. Also ich hoffe, das war das jetzt. Ja. Oder? Ja. Ach du Scheiße. Und weil man halt diese Schätze drauf hat und auch noch der Ton darauf ist, ist der Ton natürlich auch noch geil, wenn man mittendrin ist. Es ist heftig. So, hier balancieren wir mal rüber. Oh. Muss ich das aufmachen für dich? Nee. Hä? Ach, einfach von vorne, oder? Toll. Digga. Oh mein Gott, was ist das denn? Eine Panzerung? Eingesammelt. Yay! Hä? Was macht er denn? Gucci, Gucci, Junge. Hä? Hä? Hä, wieso? Hä? Ich weiß nicht, was ich... Ah! Ach, auf dem Knopf. Und jetzt? Hä? Ich kann entweder das... Oder... Ah, wir haben einen neuen Skin oder neue Armor oder so. Wie damals schon die königliche Wache, spürte nun auch Quill die Geschichte jeder einzelnen Schlacht ihres Onkels. Den Angriff der herrenlosen Ritter, den letzten Anstand. Fast so, als könnte sie die Befehle ihres Onkels hören. Aber nee, wir wollen ja das nehmen. Gibt auch verschiedene Schwerter dann noch, oder was? Stell mal vor, Pfeil und Bogen oder so. Verschiedene Waffen. Muss ich wieder zurück? Das sieht so geil aus. Ja, anscheinend muss ich irgendwie... komplett zurück. Übrigens mit einer Nacht. Konnte das grüne Leuchten des Elfenreichs durch eines der Tore vor ihr wahrnehmen. Da hinten geht's noch nicht lang. Ja, da ist was. Oh. Hier ist was Grünes. Dann machen wir hier alles kaputt.
kommt man wahrscheinlich noch nicht rein, ne? Aua, 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 aua. Und hier brauchen wir 4. Nur Elfen haben Zutritt. Quakt eine unsichtbare Stimme. Ich habe das grüne Glasrelikt. Ich bin euer Champion. Oh, na gut. Grummelte die Stimme. Aber hier nennt dich niemand Champion. Warte, wir machen mal die Dinger kaputt hier. Ja, ich muss wieder helfen. Aber nicht mehr auf. Rein ins Elfenland. Die Libelle. Hallo, ey. Lol. King Kovic. Es war, als hätte man das Schloss ihres Volkes aus ihrem Fundament gerissen. Guck mal, Alter. Und in die hell leuchtende Welt der Elfen eingebettet. Krass. Quill staunte über die Magie und machte sich sogleich auf, die Elfenarmee zu mobilisieren. Jawohl, wir brauchen die Elfenarmee. Oh, was ist hier denn? Versteckter Weg? Ne, nur ein paar Dinger, die man kaputt machen kann. Kommt man hier hoch? Ne. Aber ich muss hier hoch. Warte mal. Ah! Fuck, voll gegen meinen Schreibtisch vor mir. Scheiße. Was? Hä? Was hat er? Ach so. Hä? Ich kann das nicht ziehen. Verstehe ich noch nicht. Ja, springen ist das. Was soll ich machen, Junge? Hä? Ach, ich muss an den Ranken klettern, Digga. Jetzt check ich's. Oh mein Gott. Was für ein Opfer. Das ist nämlich auch... Zack. Erstmal das versteckte Ding holen. Und wieder zurück. Und jetzt wieder hier dran jumpen. Es ist so nah, es ist so eklig. Wenn das mal nicht die kleinste Schlangentöterin der Welt ist. Oh, shit. Safok war erst der Anfang. Wir wollen Varda und die Elfen um ihre Hilfe im Kampf bitten. So ekelhaft. Lächerlich. Oh mein Gott, habe ich mich... spottete die Kröte. Prophetin Varda, verehrte Anführerin der Sumpfelfen und scharfsinnige Seherin des Schicksals und der Strukturen der natürlichen Ordnung, gestattet keine spontane Audienz. Bitte, unser aller Schicksal hängt davon ab. Ich muss mit ihr sprechen. Und ich muss ein Nickerchen machen. Digga, ich töte dich gleich. Na schön. Du bist doch der Champion. Dann beweis es auch. Folge dieser kleinen Knospe, wo immer sie dich hinführt. Dann komm zurück und geh einfach rein. Und jetzt verschwinde.
Okay. Quill empfand das Verhalten der Kröte als merkwürdig. Aber die Elfenknospe schien willig, ihr zu helfen. Ja. Die Kröte da unten ist so ekelhaft. Zack. Hangen wir uns hier lang. Schwupp. Hallo, abspringen. Verkackt. Aber ich kann ja klettern. Wofür sind diese Drehdinger da? Ah, okay. Ich muss alle aktivieren. Kann ich die auch? Vorsicht. Ich muss hier rüber, den da oben aktivieren. Es ist so heftig. Leute, kannst du nicht beschreiben, wie toll das ist. So, den haben wir. Oh, was ist hier noch versteckt? Gar nichts. Das müssen wir wieder hier drauf jumpen und einmal rüber jumpen. Moment mal. Wenn ich jetzt runter. Achso, nee, ich muss hier ran, ne? Ah ne, warte mal, ich muss... Ich erst noch hier... Hä? Ah, zack, muss ein bisschen anheben. Jetzt können wir da den letzten... aktivieren. Können hier runter, können das hier auch noch kaputt machen und können jetzt wieder hier hoch. Huch. Jetzt müssen wir es wieder ein bisschen anheben. Zack, nee, Quatsch, ich gehe ja falsch, ich muss ja jetzt hier lang. Ach, Digga. Ich muss ja jetzt hier hoch. Jetzt ist das Tor ja offen. So, Leute, der erste Part ist, glaube ich, jetzt lang genug. Ich mache jetzt hier Pause. Kann man safen, Digga? Safe. Oh ja, wir haben ein bisschen gezockt. 33 Minuten oder länger. Nein! Was habe ich jetzt gedrückt? Was habe ich jetzt gedrückt? Nein. Scheiße. Was habe ich jetzt gedrückt? Wieso bin ich denn jetzt zurück? Oh nee, Digga. Ich will nicht wieder... Nein! Ich will nicht von vorne. Scheiße. Ah, ich hab Dings gemacht, ne? Ich hab nicht safen, sondern laden gemacht, oder? Load. Fuck. Oh, ich hoffe, er hat zuletzt gespeichert. Oh, er hat gespeichert. Oh mein Gott, ich voll Idiot, Alter. Ich bin hier drauf gegangen und hab einfach hier drauf und dann neu und dann hat er... Okay, also er saved allein, es ist gesaved. Das war erstmal der erste Teil von Moss Book 2. Hammer, Hammer, ich bin begeistert. Haut rein, Leute, da hinten bin ich.